war Navas rund 30 Kilometer nordwestlich von Athen. Einsatzkräfte versuchen, gegen die meterhohen Flammen anzukämpfen. Zehntausende Anwohner mussten ihre Häuser bereits verlassen und wurden in Sicherheit gebracht. Zahlreiche Menschen kamen mit Rauchvergiftungen ins Krankenhaus. Noch ist unklar, wie groß die Schäden sind. Die Feuerfront ist riesig und gerade unkontrollierbar. Da hinten sind Olivenhaine. Alle Oliven sind verbrannt. Und dieses Jahr war ein gutes Jahr. Wir wissen wirklich nicht, was als nächstes passiert. Dichter Rauch bis nach Athen zu sehen. Höchste Brandgefahr rund um die Hauptstadt und in weiten Teilen Mittelgriechenlands. Der Zivilschutz warnt, auch in den kommenden Tagen wird das noch so bleiben.